Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt. Ha, das ist ja witzig, oder? Ich glaube, die Folge startet so ziemlich genau da, wo die letzte anfing. Nee, kann nicht sein. Ich war ein paar Meter entfernt. Ich musste an dem Wildschwein vorbei. Stimmt gar nicht. Quatsch. Ah, wäre lustig gewesen. So, wir haben unser Heist-Team zusammen. Achso, mit dir soll ich gar nicht reden, sondern mit dem geheimen Keller-Heini. Der geheime Keller-Heini. Wo ist er denn? Das ist sein offizieller Titel. Und das Halsgeschmeide der Gräfin Yvonne von Lan Exeter. Das warst du, oder? Oh ja. Ich bin an einer Dachrinne hoch und in ihre Schlafkammer. Ha, ich wusste es. Ich wusste es. Ah, endlich sind wir alle hier. Wir können anfangen. Dieser Raub ist kein Spaß. Wer Zweifel hat, soll uns jetzt verlassen. Danach geht es nicht mehr. Das Ziel ist das Auktionshaus der Borsodis, vielmehr dessen Schatzkammer. Eveline, du gehst durch den Turm rein, wenn die Wache um diese Ecke biegt. Lass ein Seil runter. Wir müssen innerhalb von 5 Minuten drin sein. Schaffen wir das? Reicht locker. Wunderbar. Durch den Turm gelangen wir ins Auktionshaus. Darin erwarte ich keine Wachen. Wenn welche da sind, haben wir Geralt und seine Schwerter. Dann runter in die Schatzkammer. Quinto bricht das Schloss auf, wir gehen rein, holen die Beute und verschwinden hinten durch einen Geheimgang. Das wär's. Habt ihr Fragen? Gesundem Menschenverstand zufolge, dieser Geheimgang. Warum können wir da nicht rein, wenn wir dadurch raus können? Prima Frage. Warum nicht? Jeder Korridor hat 2 Enden, nicht? Wie ein Seil. Bei diesem kenne ich nur das eine Ende, in der Schatzkammer. Das andere liegt irgendwo unter der Stadt, aber ich weiß nicht wo. Mhm. Toll. Wenn du... Wenn ich wüsste, wo er wäre, bräuchte ich euch alle nicht. Glaubt mir, ich habe ihn gesucht. Oft genug. Sonst noch was? Aber du bist dir ganz sicher, dass der existiert, oder? Und du bist dir auch sicher, dass der irgendwo hinführt. Ich meine, nicht, dass das einfach nur irgendwie ein kurzer Schlauch ist, der in der Sackgasse führt, von der Schatzkammer aus. Okay. Und dann landen wir wahrscheinlich in irgendwelchen monsterverseuchten Alien-Nestern oder so. Toll. Weitere Sicherheitsvorkehrungen. Fallen. Gibt es da drin sowas? Auf was müssen wir achten? Nichts besonders Gefährliches. Hier im Erdgeschoss ist ein Seil mit der Turmglocke verbunden. Wenn die einer läutet, sind wir in Schwierigkeiten. Wie sollen wir das verhindern? Indem keiner am Seil zieht. Ich sagte ja, das Auktionshaus dürfte leer sein. Ich rechne nicht mit Problemen. Was ist mit der Schatzkammer? Wie ist die gesichert? Mit einer Tür. Aber damit dürftest du zurechtkommen. Weitere Probleme beheben wir, wenn sie sich ergeben. Sonst noch was? Alles gut und schön, aber was, wenn etwas ernstlich schief geht? Dann ist jeder auf sich gestellt. Einfach so? In diesem Geschäft ist kein Platz für Freundschaft. Na schön, machen wir uns an die Arbeit. Ich will es schnell hinter mich bringen. Wir treffen uns kein schönes Geschäft. Neben dem Turm wieder. Punkt Mitternacht. Und jeder passt auf, dass ihm keiner folgt. Ich gebe dem Koch in der Kaserne Bescheid. Wie wäre es mit Masken? Es gibt keine Stadt im Norden, in der keine Steckbriefe mit meinem Gesicht aushängen. Ich kümmere mich darum. Ah, eins noch. Informiert auch nur einer die Stadtwache. Oder wird ihm so redselig. Töte ich euch. Eigenhändig. Das will ich sehen, wie du den kampferprobten Superhexer tötest, aber okay. Wenn du so einen Schiss hast, dass jemand redet, dann gehen wir eben zusammen hin. Jetzt. Einwände? Braucht jemand noch Zeit? Dann mal los. Ich weiß immer noch nicht, wie der Meister Dieb heißt. Keller Heinis Four ist das jetzt. Fangen wir an. Großartig. Nur eine Patrouille. Deine Mixtur muss gewirkt haben. Eveline, bist du bereit? Soll das ein Scherz sein? Na klar.
Drei, zwei, eins. Freie Bahn. Los mit dir. Scheiß Stadttauben. Wieder alles vollgekackt. Was? Euch Rattenzahns. Patrouille markiert. Eine Minute. Los! Hol dir Militär, heilige Mutter, bewahre uns. Warum ist er eigentlich dabei? Was ist eigentlich seine Spezialität? Warum bin ich eigentlich dabei? Warum hat er nicht die anderen eingesammelt? Ich meine, der Sprengstoffkerl und die Akrobatin machen Sinn für den Plan, aber alle anderen? Könnten die beiden das nicht alleine machen? Ich meine, er hat die Informationen. Okay, von mir aus. Aber was habe ich eigentlich? Na, ich bin... Wenn ich die Muskeln. Entsinne, für einen Ernstfall. Sagtest du, drinnen wäre niemand. Mein Informant lag wohl falsch. Das ist alles? Ich habe mir fast den Hals gebrochen. Du wusstest, worauf du dich einlässt. Jetzt ist keine Zeit zum Streiten. Aber wirklich? Genau, das kann man ja machen. Jetzt nicht, stimmt. Aber wir bereden das noch. Verlass dich drauf. Zu Diensten, Kollege. Eine Wache könnte auch viele mehr bedeuten. Du solltest dein Schwert ziehen. Nein. Und nun? Niemand stirbt. Das habe ich von Anfang an gesagt. Na schön, zieht eure Masken über, dann gehen wir. Ich nehme schon mal das damit. Wo müssen wir denn hin? Darunter, okay. Luft ist rein. Klopfer auf Holz. Gut. Jetzt sperren alle die Augen auf. Meine sind offen. Ich habe schon allerlei gesehen, was ich mitnehmen möchte. Ja, aber wir erhöhen das Startgebot. Was ist das denn? Wache! Wache! Ich hätte im Käfig bleiben sollen. Du hast gesagt... Verdammt, ich weiß, was ich gesagt habe. Auf sie, bevor sie Alarm schlagen! Deine alte Richter, Stachelbeeren! Deine alte riecht nach Stachelbeeren. Okay. Interessante Beleidigung. Mein Gott, muss ich mit meinem Holzschwert lang auf die einklopfen. Niemand stirbt, außer an einem Hirntrauma oder so. Aber nicht an Schnittwunden. Bis auf den. Der ist ziemlich sicher tot. Auf ihn! Er darf nicht fliehen! Ah!
Ja, it's a trap. Also, nee, wirklich. Das war jetzt nicht geplant oder so, aber jetzt haben wir ein Problem. Eingeschlossen. Scheiße! Verdammt. Wo ist jetzt dieser Geheimgang, die von Waffen dem du geredet weg. Hast? Ihr habt keine Chance. Die Waffen weg. Vielleicht nicht. Aber wir haben Geiseln. Gnade, Meister. Bei drei gehen wir rein. Eins, zwei. Einen Schritt weiter und es stirbt jemand. Halt, halt. Wir müssen verhandeln. Was fordert ihr für das Leben der Geiseln? Kauf uns etwas Zeit, Geralt. Ich hätte das andere nehmen sollen. Wir haben Damn eine it. Forderung. Zieht euch aus dem Auktionshaus zurück. Du weißt, das können wir nicht. Ihr könnt. Ihr wollt nur nicht. Ich kann ja auch eine Geisel töten. Tut, was sie sagen! Bitte! Beruhigt euch! Niemandem passiert was. Klar? Wie Kloßbrühe. Sobald ihr eure Männer hier abzieht, leben alle glücklich bis an ihr Ende. Ich wiederhole, das ist keine Option. Wir müssen aber zu einer Einigung kommen. Erzähl mir einen Witz. Irgendeinen. Aber lustig. Wie, was? Das ist doch... Hier kommt ein Tipp. Kostenlos. Alle weiteren kosten was. Und zwar das Blut Unschuldiger. Wenn du mit Geiselnehmern redest, sag niemals nein, nicht, kein, aber oder vielleicht. Klar soweit, Reginald? Ich heiße nicht Reg. Ah, du darfst nicht sagen! Siehst du, der hier hat es auch kapiert. Und wenn ich dich Reginald nennen will, dann tue ich das. Klar? Ja, klar. Wunderbar. Also, lass den Witz hören, Reginald. Und hoff bloß, dass ich ihn lustig finde. Kommt eine schwangere Elfe zum Bäcker und sagt, ich bekomme ein Brot. Und da sagt der Bäcker, da wird der Papa aber Augen machen. Nee, warum ist der... Gar nicht übel. Hast du dir den ausgedacht? Nein, ich... Bei allen Göttern, hör endlich auf, Nein zu sagen! Ja, selber ausgedacht, ganz alleine. Ihr könnt runterkommen. Die Schatzkammer ist offen. Du hast Talent, Reginald. Überleg dir den nächsten Witz. Du hast 10 Minuten. Als Geste des guten Willens lasse ich eine Geisel frei. Und für jeden Witz, den du erzählst, eine weitere. Top. Und jetzt mit den Armbrüsten schießen. Zwei tot. Tja, gut gemacht. Chance verpasst. Tja, Jungs, ihr müsst ohne mich weiter. Bei sowas werde ich nicht mitmachen. Es gibt nur einen Ausgang. Durch die Schatzkammer. Nein, den Schornstein gibt es auch noch. Da passe ich schon durch. Du aber nicht, Hexer. Du hast keine Wahl, fürchte ich. Los, runter. Keller ist es duster, da wohnt ein armer Schuster. Der hat kein Licht, der hat kein Licht, da scheint die liebe Sonne nicht. Was für ein Schloss, meisterlich gefertigt. 2 Federbolzen, zylindrische Riegel, die Meritiumbärte. Interessiert mich nicht, interessiert keinen. Wir gehen rein. Geralt, du zuerst. Wieso ich? Dazu habe ich dich eingestellt. Los jetzt, wir haben keine Zeit. Hm,
Friss oder stirb. So, was jetzt? Fallen? Monster? Fallende Monster? Monster fallen? Ach komm schon, ich bin ganz klar drüber gesprungen. Da war eine unsichtbare Wand. Gemeinheit, oder? Wirklich gemein. Da war wirklich eine unsichtbare Wand vor mir. Ich habe nämlich genau gewusst, dass das passiert. Und war vorbereitet. Und war awesome. Tja. Glück bin ausgerechnet ich hier runter zu den üblichen Arachnomorphs gefallen, weil alle anderen wären jetzt wahrscheinlich tot. Das wär's fürs Erste. Ich finde die auch sehr unschön. Jo, na dann. Sie sind in der Schatzkammer. Sie haben sich darin eingeschlossen. Gleich mal ein bisschen was, wenn wir schon hier sind. Aber eigentlich sind wir doch wegen was ganz Bestimmten hier. Wo ist es denn? Dreister Bastard! Oha! Ihr wisst ja nicht, mit wem ihr euch anlegt! Im Gegenteil, ich weiß es nur zu gut. Das war von Anfang an sein Plan. Es geht nur um Rache. Hallo, Bruder. Lange her. Sieh an. Komplikationen überall. Sorry, ich muss ganz kurz mein Mikrofon ein bisschen anders einstellen. Das ist ein bisschen doof gewesen. Okay. Tja. Ich hätte es wissen sollen. Die Augen, das Doppelkinn, das verkommene Herz. Eine Frage nur. Wozu dieses Familientreffen? Rache. Wegen Verrats. Erniedrigender Jahre. In Armut. Vater hat mir das Auktionshaus vererbt. Mir! Horst hat mich betrogen und enterbt. Du hast alles, was wir eingenommen haben, verspielt und verhurt. Vater hat das nicht gesehen, aber ich... Das ist keine Entschuldigung, Horst. Und keine Rettung. Ihr zwei, haltet zu mir. Die Redanier werden euch nichts tun. Ich gebe euch, was ihr wollt. Ich halte mich aus Familienangelegenheiten raus. Dann hättest du besser nicht in meine Schatzkammer einbrechen sollen. Für Neutralität ist es jetzt zu spät. Bist du für mich, kleide ich dich in Gold. Bist du gegen mich, wirst du hier nicht mehr rauskommen. Das ist wirklich eine blöde Situation, weil ich fühle, ist mir scheißegal. Das sollen die beiden unter sich ausmachen. Ehrlich gesagt... hatte ich nie ein gutes Gefühl dabei, dem Dieb zu helfen. Und der hat auch irgendwie Leute links und rechts einfach so abgeschlachtet. Was ein bisschen witzig ist, weil ich weiß schon, Geralt macht das eigentlich auch. Nur jetzt in dieser einen Mission plötzlich nicht mehr. Weil jetzt sind irgendwie ja Soldaten und wir brechen ein. Und nicht mehr Soldaten, wo... Ich weiß nicht, wir haben wirklich schon auch Unschuldige umgebracht im Verlauf des Spiels. Nicht nur immer aus Notwehr oder um andere zu retten. Aber ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Naja. Wenn du das so siehst, dann bin ich für Ewald. Sprich für dich. Ich nehme das Angebot an. Dafür wirst du zahlen, Quinto. Mit deinem Kopf. Auf sie! Vielleicht hätte ich auch das Angebot annehmen sollen. Ach, und jetzt bringe ich die auch wirklich um. Jetzt ist alles egal, na gut. Quinto gehört wieder zu uns.
Sorry, Quinto, ich hab wirklich nichts gegen dich. Das ist echt blöd. Aber was soll man machen? Ich würde jetzt fast am liebsten mich nicht einmischen und die beiden gegeneinander kämpfen lassen einfach. Aber ich befürchte, ich muss den quasi töten. Das ist mein Boss hier aus irgendeinem Grund. Schade eigentlich, finde ich wirklich doof ein bisschen. Ich hätte das gerne anders gelöst. Die Schriftrollen gestohlen, dich auf die Straße geworfen. Rache genießt man am besten kalt. Heiß ist sie mir aber auch recht. Bitte, Gnade, für deinen Bruder. Ich tue alles, was du sagst. Wirklich? Alles? Ja, alles. Überschreib mir alles, was du hast. Dann verschwinde. Nur mit dem, was du am Leib trägst. Erlaube mir, etwas mitzunehmen. Bitte, irgendwas. Fünfzehn Jahre in der Kanalisation. Wie ein Tier. Und du wagst es, zu betteln. Zufrieden? Durchaus. Und du? Nein, erst wenn ich Max Borsodis Haus habe. In dieser Schatzkammer, hast du gesagt. Das stimmt auch. Dort. Aber ich fürchte, es ist nicht für dich. Darin befindet sich nämlich das Testament meines Vaters. Mit welchem Ewald Borsodi, lang vermisst, das Vermögen einfordern wird. Und was fordert wohl Geralt von Riva ein, den du betrogen hast? Bedauere, aber alles andere darf er auswählen. Du hast mich reingelegt. Und du wolltest mich gegen die Schläger von Horst im Stich lassen. Für meine Begriffe sind wir quitt. Was Max Borsodis Haus betrifft, wenn du es unbedingt haben willst, musst du es dir schon mit Gewalt holen. Ich würde dich mit Links niedermachen. Aber vielleicht kriegen wir das ja auch anders gelöst. Da ist kein Kompromiss drin. Wir wollen beide Max Haus. Eigentlich willst du den Inhalt. Ich will das Haus. Sie sind unten! Na schön. Deine Hand drauf. Her mit der Truhe. Und dann raus hier. Wie du willst. Hier lang. Na dann, nehmen wir jetzt quasi wirklich nur die leere Truhe dann mit, die leere Kiste ohne Inhalt, weil das finde ich dann witzig, weil wir haben unseren Auftrag erfüllt, technisch gesehen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich bin gespannt, das finde ich echt cool. Na super, ich hab's doch gewusst. Jetzt bräuchten wir unseren Sprengmeister.
Wirklich, was machen wir jetzt? Ja, Geralt? Ja. Ah, da ist ein Hebel. Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich versuche ihn zu benutzen. So. So, hier trennen sich nun unsere Wege. Sei still. War ich so schlecht? Nein, aber es war verdammt knapp, Ewald. Hast um Haaresbreite überlebt. Also, dass durch die Maske unsere Katzenaugen so deutlich sichtbar waren, ist schon nicht klug gewesen, finde ich. Wenn du einen Basiliskenbalk oder BS-Hörner zum guten Preis loswerden willst, komm zu mir ins Auktionshaus. Aber das Wolfsamulett. Werd ich mir merken. Dass wir, wenn wir uns als Dieb verkleiden und maskiert sind, mit unserem Wolfsamulett durch die Gegend laufen, ist ein bisschen doof. Weil, wie viel Hexer der Wolfsschule gibt es aktuell noch? 3 oder so. Da ist die Auswahl der Verdächtigen schon relativ beschränkt, oder? Weiß ich nicht, ob das jetzt so eine tolle Idee ist. Trudeldu, meine Schwerter sind kaputt. Kann ich eigentlich... Muss ich was anderes dafür ablegen? Na gut. Wo habe ich denn eigentlich die Brille her? Kann ich eigentlich die Brille und die Eselsohren kombinieren? Nein. Ah, schade. Dann nehmen wir die Brille, weil das ist mal was anderes, oder? Ein interessanter Look. Passt gar nicht zu Geralt. Sieht gut aus. Interessant. Mal was anderes. Okay, was wollte ich aber eigentlich machen? Genau, ich wollte gucken wegen der Rüstung. Die haben mir schon wieder meine Klamotten ausgezogen. Ich bin schon froh, dass ich nicht das Holzschwert ausgerüstet habe. Die Rüstung, die wir da bekommen haben, ist gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Leider hat die keine Rüstungs-Slot. Sonst könnte man die sogar anlassen. Ich habe die leise Hoffnung, dass vielleicht irgendwann mal was besser ist als unsere Hosen. Aber leider haben die Hosen halt auch keine Rüstungsplätze und das ist halt ein bisschen doof. Und auch so keine Zusatzwerte im Grunde. Das ist halt eine relativ langweilige, schlechte Rüstung eher. Naja, aber jetzt mit unserer Brille haben wir auch einen ganz neuen Look, finde ich. Interessant. Die lasse ich jetzt mal eine Zeit lang auf. No. Sagen die immer, wenn sie angerempelt werden. Scheiße. Oder auch das. Ich langweile mich so. Das meinte ich. Lang lebe. Hey, Hexer, warum stehst du nicht so? Was kostet dein Heer? Eine Krone. Ah, da ist er. Wir müssen reden. Bin ganz Ohrhexer. Sag mal, wie hast du den Ophiri kennengelernt, den du verwünscht hast? Du bist aber neugierig. Na und? Du redest doch gerne über dich. Das kann ich nicht leugnen. Der Ophiri war ein Kronprinz auf Reisen. Er wollte fremde Länder und Gebräuche kennenlernen. Er hat sich in eine Frau verliebt. Zufällig lag mir an dieser Frau sehr viel. Aber mit einem Edelmann aus fernen Landen konnte ich nicht mithalten. Sie wurde dem Ophiri versprochen, obwohl sie mich liebte. Du hättest seine jämmerlichen Versuche sehen sollen, sie zu bezirzen. Als sie fragte, warum er als Kaufmann verkleidet reise, sagte er wäre wie ein Frosch im Märchen. Ein Kuss und er würde sich in einen Prinzen verwandeln. Ein Frosch wollte er sein, konnte er haben. Ich habe etwas für dich. Ich mag Geschenke.
aber ich packe sie lieber alleine aus. Hey Jungs, passt auf die Fässer auf. Ich gehe mit Geralt schwatzen. Komm. Besser. Also, was hast du für mich? Max Borsodis Haus, wie verlangt. Die Papiere, wo sind sie? Hab ich in der Schatzkammer gelassen. Du wolltest das Haus, du hast es. Vom Inhalt hast du nichts gesagt. Kluges Kerlchen. Fast so gerissen wie Odin. Er picht darauf, andere lächerlich zu machen. Weißt du, was meine Leute und ich mit deinesgleichen machen? Weiß nicht. Eine Rechtsberatung suchen? Du könntest eine brauchen. Wir haben einen Vertrag olgiert, dessen Bedingungen ich erfüllt habe. Komplett. Nicht zufrieden? Dann hättest du dich präziser ausdrücken müssen. Ja, hätte ich wohl. Ich nehme an, du hast dich mit Horst geeinigt. Eine Schande. Er ist so ein Hurensohn. Nein, ich habe mich mit seinem Bruder geeinigt. Und der hat dann Horst mit einem Goldleuchter den Schädel zertrümmert. Ein Fortschritt. Horsts Bruder. Wusstest du von ihm? Durchaus. Ewald war in bestimmten Kreisen berühmt. In welchen? In solchen, in denen edle Hexer selten verkehren. Er hat gegen Geld gemordet. Keine Fragen. Kein Wimpernzucken. Stets extravagant. Ohne seinen verdammten Nachnamen hätte ich ihn wohl ins Unternehmen geholt. Wozu brauchst du die Papiere denn? Um den Borsodis den Garaus zu machen. Ich habe von einer gewissen Klausel im Testament des alten Max erfahren. Darin steht, dass seine Söhne sich mindestens einmal jährlich zu Valentine treffen und die Hände reichen müssen. Ansonsten muss das Auktionshaus versteigert werden. Der Erlös geht an das Wilmerius Hospital. Der Alte hat wohl geahnt, was passiert. Diese Papiere sollten in die richtigen Hände kommen. Borsodi wäre auf der Straße gelandet und das Hospital hätte genug Geld gehabt, Mittellose kostenlos zu behandeln. Wie edel von dir, dich so um Bedürftige zu sorgen. Die Bedürftigen sind mir scheißegal. Sollen sie mit der Stadt zusammenkrepieren? Ich wollte nur eins. Rache. Wozu brauchst du die Papiere denn? Um den Borsodis den Garaus zu machen. Ich habe von einer gewissen Klausel im Testament. Darin steht, dass diese Papiere. Wie edel von. Die Bedürfnisse. Sorry, ich keine Absicht. Okay. Welches Problem hast du mit den Borsodis? Haben sie dich aus einer Auktion geworfen? Schlimmer. Sie haben mich aus meinem Haus geworfen. Willst du das wirklich wissen? Sonst hätte ich nicht gefragt. Frech wie eh und je. Meine Familie hat sich verschuldet. Schlechte Investition in ein Sägewerk, Ernteausfall, verlorener Prozess. Wenn es kommt, dann dicke. In ein paar Wochen wären wir wieder auf die Beine gekommen. Aber Horst Borsodi kaufte die Schuld und verlangte die sofortige Rückzahlung. Ich bettelte und flehte. Ich riss mir auf seiner Schwelle das Hemd auf. Es war vergebens. Ich war bei der Auktion und sah, wie parfümierte Wichser das Schwert meines Vaters kauften. Die Totenmaske meiner Mutter. Das Zaumzeug meines Bruders. Horst hat gut daran verdient. Dann wundern mich deine Animositäten nicht. Das war erst der Anfang. Die Eltern meiner Iris erfuhren vom Unglück meiner Familie. Und die Verlobung war futsch. Sie fanden einen anderen für sie. Aus Übersee. Ich dachte, ich muss sterben vor Zorn.
ging zur Taverne, trank eine Runde und noch eine. Ich prügelte mich und trank weiter. Und dann bat ich den Falschen um Hilfe. Und dann? Was dann geschah, ist nichts als ein dampfender Haufen Scheiße, Hexer. Na, was willst du noch? Brauchst du immer noch was? Der dritte Wunsch, sag ihn mir. Moment, Geralt. Ich muss etwas erledigen. Dann reden wir. Du da! Hol den Hering aus dem Fass. Zuzuhören? Oder ist es dir immer noch scheißegal, was ich zu sagen habe? Ich bin bereit. Ich höre. Gut. Geh zu deinem Herrn und sag ihm Folgendes. Seine dreiste Forderung hat mich sehr betrübt. Das Gastrecht ist mir heilig. Und dem Diktat eines ungehobelten Wildschweins beuge ich mich nicht. Verstanden? Ich werde ihn bald besuchen, um seine Anpassungsbereitschaft zu testen. Du reitest los und kündigst mich an. Schone das Pferd nicht. Klar? Ja, verstanden. Gib dem Mann ein Pferd und lasst ihn ziehen. Komm, Hexer. Wir müssen draußen reden. Die Ophiri glauben, dass man wichtige Angelegenheiten unter freiem Himmel mit den Göttern als Zeugen besprechen sollte. Du hast dir manchen Feind gemacht. Irgendwann wird dich einer davon bezwingen. Nicht heute und nicht morgen, aber früher oder später. Und weswegen soll mich das betrüben? Ich fühle weder Furcht noch Reue. Die Weisen von Ochsenfurt sagen, es gebe keine Götter. Nach dem Tod ist nur Leere. Die Leere kenne ich schon. Der Tod wird mir vertraut sein. Was war da mit dem Fass los? Wir haben unterwegs zum Essen fassen im Gasthaus eines Herrn Unverzagt Halt gemacht. Wie üblich ging es etwas rau zu und laut. Diesem Unverzagt passte unser Betragen nicht. Er ließ uns ausrichten, wenn wir je wieder kämen, würden wir hängen. Ihr habt das Gasthaus niedergebrannt? Ich habe dem Wirt eine großzügige Entschädigung dagelassen. Leider hielt er es nicht für nötig, seinem Herrn was davon zu sagen. Aber das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass mich jemand Hurensohn genannt und mir mit dem Tod gedroht hat. Solche Drohungen klingen wie Einladungen. Ich gedenke, sie anzunehmen und in die Gegend zurückzukehren. Ich habe dir zwei Wünsche erfüllt. Erzähl mir vom dritten. Oh, sind wir aber selbstsicher. Stolz, furchtlos, der eigenen Stärken bewusst. Dritte Aufgabe, wenn's recht ist. Die Mutationen haben dir die Emotionen genommen. Sag, hast du je geliebt? So richtig, meine ich. Ist dir doch scheißegal, Volgirt. Mit dir kann man ohnehin nicht über Liebe reden. Dritter Wunsch. Ich warte immer noch. Mann, bist du stur. Also gut. Hör gut zu. Ich hatte mal eine Frau. Als ich sie zum letzten Mal gesehen habe, gab ich ihr eine lila Rose. Bring mir die Blume. Ich will mich daran erinnern, wie sie ausgesehen hat. Ach, und wann war das? Die Blume ist doch längst verwelkt und zu Staub zerfallen. Du wolltest meinen Wunsch hören.
Das war er. Erfüll ihn. Ich statte jetzt diesem Unverzagt einen Besuch ab. Aber einer meiner Männer bleibt hier. Er wird mich finden. Falls du Erfolg hast, versteht sich. Du könntest mir wenigstens sagen, wo deine Frau ist. In meinem alten Anwesen östlich des Hofs von Martin Föhl. Ich würde dir gutes Gelingen wünschen, aber... Nun, du verstehst schon. Leb wohl, Geralt. Nur einen einzigen... Hey! Tausend Meter, das ist ein bisschen entfernt. Mal schauen, ob wir irgendwo in der Nähe einen Schnellreisepunkt finden, der näher ist. Davon will ich doch mal ausgehen. Es ist schon ein bisschen witzig, oder? In der Stadt hier gibt es so viel mehr Soldaten als Bewohner. Ich glaube wirklich, gerade hier in Ochsenfurt könnte jedes Haus, glaube ich, nur von Soldaten bewohnt sein. Aber gut, das Ökosystem in Witcher ist ja auch komisch. Es besteht eigentlich fast nur aus Wölfe und fleischfressenden Monstern und ab und zu trifft man vielleicht mal ein Reh oder so. Ich meine, könnte schon sein, dass das Ökosystem in dem Zustand ist, wo es jetzt ist, aber dann ist es das nur für ein paar Tage, weil dann fangen die ganzen Fleischfresser an zu verhungern. Ich würde aber erklären, warum alle so super aggressiv sind. Die Hasen und Hirschen und was es sonst so an Beutetiere gibt, so gut wie ausgestorben zu sein scheinen im Vergleich zu den Jägern. Deswegen sind alle so aggressiv gerade. Macht schon Sinn. Aber wie gesagt, das würde sich relativ schnell dann wieder selber regulieren. Natur ist wunderschön. Ich finde das immer ein bisschen problematisch, wenn Leute so eine romantisierte Vorstellung von Natur und Naturzustand haben. Ob jetzt gesellschaftlich oder einfach so biologisch gesehen, weil in Wirklichkeit ist Natur echt eine fucking Bitch. Ich bin super froh über Zivilisation. Zivilisation rockt. Natur rockt überhaupt nicht. Völlig verrostet und überwuchert. Ich brauche einen anderen Eingang. Wer hat denn da gerade Kendrick gerufen? Kendrick! Kendrick! Bist du da? Nicht so laut. Oh, Götter, hast du mich erschreckt? Nicht so laut, habe ich gesagt. Der Nebel ist übernatürlich. Darin kann sich alles verstecken. Neblinge oder Nymphen. Deren Aufmerksamkeit willst du nicht, glaub mir. Neblinge? Heilige Mutter Melitene, was mache ich hier bloß? Gute Frage. Was machst du hier? Also, Kendrick und ich, wir dachten, das Haus steht seit Jahren leer. Es ist doch schade um all die schönen Sachen. Mhm. Diebe also. Diebe bestehlen die Lebenden. Wenn man's den Toten nimmt, wen schert's? Kendrick wollte die Tür öffnen. Ich hab Wache gestanden. Da hab ich seine Lampe zerspringen hören. Dann nichts mehr. Ich hab gerufen, aber... Was war das? Einer dieser Neblinge, die du erwähnt hast? Nein. Puh, da fällt mir aber ein Stein vom... Ich sehe nach, was das war und wo dein Partner ist. Du... Ich warte hier bestimmt nicht. Bin weg. Schickes Anwesen. Mysteriös. Wie soll ich bei dem Nebel eine Rose finden? Frischer Dung. Das Wasser ist eisig, wie ein Bergfluss. Bergflusswasser, Hier ist angeblich auch ein Hinweis. Recht abgenutzt, viel benutzt. Frage mich von wem. Irgendjemand trinkt gern kaltes Wasser, sitzt gern auf Bänke
und kackt in dem Wald. Da ist ein schwarzer Hund. Ein Grab? Hier? Was machst du an einem Ort wie diesem? Verschwinde besser, ehe dir was geschieht. Na, schauen wir da mal noch kurz zu den anderen Hinweisen. Nur aus Interesse, würde mich gerade echt interessieren. Bienenstöcke, gepflegt, aber in Winterruhe. Bienenstöcke. So, so. Was haben wir da hinten noch? Hey, das sieht genauso aus. Jemand kümmert sich um die Beete. Lila Rosen sehe ich aber keine. Ist das das Anwesen von dem Werwolf? Das sieht genauso aus. Ich bin mir echt nicht sicher, ob das das gleiche ist. Nee, aber das ging hinten weiter. Aber auch hier mit dem großen Baum und so. Hier haben wir den Toten beschworen. Das sieht von der Architektur her sehr ähnlich aus, finde ich, vom Aufbau. Das Holz ist komplett verrottet. Keine lila Rose. Ist es aber vielleicht nicht. Irgendwo hinten. Nee, nee, das ist ganz anders hier. Aber es hat so Ähnlichkeiten. Es hat so seine Ähnlichkeiten. Untersuche ich erstmal den hinteren Garten. Ja. Jemand kümmert sich hier um alles. Schwarzer Hund, schwarze Katze, Mann mit schwarzem Umhang. Was ist hier los? Zu scharf, Mieze. Hier ist es. Was ist das? Gräbt da jemand? Ein Dietrich. Muss dem anderen Dieb gehört haben. Ich glaube, das ist eine Katze und kein Dietrich. Aber du bist hier der Experte. Vielleicht heißt hier die Katze Dietrich. Das kann ja sein. Das ist ja gut möglich. Spuren von Nagelstiefeln kommen aus dem hinteren Teil des Gartens. Wer gräbt da? Das finden wir beim nächsten Mal raus. Haha! Für heute machen wir Schluss hier an dieser unheimlichen, gruseligen Stelle. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich werde jetzt eine kleine Patreon-Abstimmung nochmal machen. Da nämlich Fallout 4 wieder läuft auf der PlayStation 5 und ich sogar die Vault wieder betreten kann. Das Spiel stürzt beim Betreten der Vault leider meistens immer noch ab, aber ich bin drin. Ich habe ein Savegame in der Vault, das kann ich auch laden. Und man könnte jetzt eventuell auch in Fallout 4 in der Vault wieder weiterbauen. Und da mache ich mal eine kleine Abstimmung, ob man nicht vielleicht Witcher bzw. Cyberpunk und Fallout 4 so halb-halb machen will. Ups, das wollte ich nicht. Das ist irgendwie komisch. Wenn ich ins PS4-Menü gehe, dann schaltet mein Fernseher immer von HDMI 1 auf HDMI 2 um. Ich habe keine Ahnung warum oder andersrum. Also er schaltet auf dem falschen HDMI-Sender plötzlich. Ganz komisch. Egal. Auf jeden Fall machen wir jetzt mal eine kleine Abstimmung, ob es jetzt wirklich nur mit Witcher bzw. dann Cyberpunk weitergeht oder ob man das so halb-halb machen will. Jede Woche eine Folge Cyberpunk, eine Folge Fallout 4. Das entscheiden jetzt dann die Patreons. Für diese Woche ist jetzt erstmal Schluss mit Witcher-Folgen und nächste Woche geht es dann mit was auch immer weiter. So oder so. Macht's gut. Bis dann. Ciao.